Das hier ist Eiweiß, das so schmeckt wie Hühnereiweiß und auch noch genau die gleichen Nährwerte hat. Unter dem Mikroskop kann man es nicht von echtem Hühnereiweiß unterscheiden. Der einzige Unterschied: es ist komplett ohne Tiere entstanden. Ähnlich wie Laborfleisch, über das wir ja auch schon mal ein Video gemacht haben. Und das Beste, diese neue Technologie funktioniert nicht nur für Eier, sondern für quasi jedes Protein, jeden anderen Inhaltsstoff, der Tierprodukte zu dem macht, was sie sind. Milch, Käse, Fleisch, all das könnte bald vegan, aber trotzdem echt auf den Markt kommen. In diesem Video sprechen wir darüber, wie revolutionär das ist, was das für unsere Zukunft bedeutet und warum Europa diese Technologie anscheinend komplett verschläft. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Dr. Watson. Okay, woher kommt also das Ei ohne Huhn? Die Methode dahinter heißt Präzisionsfermentation. Es klingt kompliziert, aber Menschen nutzen Fermentation schon seit Jahrtausenden. Das heißt einfach, dass bestimmte Stoffe von Mikroben oder Enzymen in andere umgewandelt werden. Bier, Käse, Brot. Ihr habt wahrscheinlich heute mindestens einmal etwas Fermentiertes gegessen oder getrunken. Prost! In China wurden schon vor 9000 Jahren fermentierte Getränke aus Reis, Honig und Früchten geschlürft. Das ist die traditionelle Fermentation. Quasi kontrolliertes Verderben lassen von Lebensmitteln. So machen Milchsäurebakterien Milch zu Joghurt oder Weißkohl zu Sauerkraut. Hefen machen aus Traubensaft Wein. Anfangs sind diese Produkte zufällig entstanden. Milch und rohes Gemüse sind jetzt nicht gerade für lange Haltbarkeit bekannt, aber durch die Fermentation entstanden neue, haltbare Lebensmittel. Bei der Präzisionsfermentation, die ist jetzt neu, wird aber vom Ende aus gedacht. Forschende fragen sich, welches Molekül mit welchen Eigenschaften brauche ich? Anschließend wählen sie die Mikroorganismen aus, modifizieren und füttern sie, zum Beispiel Hefen oder Bakterien. Und die verarbeiten dann das Futter zum gewünschten Produkt. Bei Onego Bio aus Finnland, die Hühnereiweiß herstellen, sieht das zum Beispiel so aus. Das Protein Ovalbumin ist das häufigste Protein vom Hühnerei, klar. Um es herzustellen, wird ein Pilz genmodifiziert. No, God, please, no, no! Aber keine Sorge, das ist gar nicht schlimm und dazu kommen wir gleich. In einem Bioreaktor wird der Pilz mit Glukose, Mineralien und Stickstoff gefüttert und produziert das Ovalbumin. Nach der Fermentation wird es vom Pilz getrennt. Anschließend wird es zu Pulver verarbeitet, weil es sich so leicht und günstig transportieren lässt und haltbarer ist. Obwohl der Pilz eigentlich das gleiche wie das Huhn macht, ist er deutlich besser im Huhnsein. Nani? Zumindest wenn es nicht darum geht, draußen auf der Wiese zu chillen oder als Chicken Wing zu überzeugen, sondern eben Eiweiß zu produzieren. Ein Huhn braucht zum Beispiel 27,5 Kilo Futter für 1 Kilogramm Ovalbumin. Der Pilz braucht nur rund 4,5 Kilogramm für die gleiche Menge. Auch im Landbedarf ist das Pilzeiweiß deutlich besser. Je nach Szenario wurden 87 bis 89% weniger Land für die Herstellung gebraucht und auch die Treibhausgasemissionen sind 35 bis 55% geringer. Diese Zahlen schauen wir uns aber gleich nochmal genauer an, weil es hier ein kleines Problemchen gibt. Okay, wir haben jetzt also echtes Hühnereiweißpulver, das Pilze für uns hergestellt haben. Das ist schon ziemlich cool, aber wer schon mal probiert hat, vegan zu essen, der weiß, dass die wahre Versuchung Käse ist. Und hier gibt es wahnsinnig gute Neuigkeiten. Den kann man nämlich auch durch Präzisionsfermentation herstellen. Das deutsche Unternehmen Formo stellt mit Hefen Milchproteine wie Casein her und will dieses Jahr den Käse daraus in Singapur auf den Markt bringen. Und Impossible Foods, davon habt ihr vielleicht schon gehört, stellt Fleischalternativen aus Pflanzen her, die aber genauso schmecken sollen wie das Original. Den Ersatzprodukten, die wir heute in Deutschland kaufen können, zum Beispiel von Beyond Meat, fehlt dafür aber noch eine entscheidende Zutat. Das Molekül Häm ist für den fleischigen Geschmack verantwortlich und genau das lässt Impossible Foods von modifizierten Hefen produzieren. Theoretisch kann man so alle möglichen Moleküle herstellen und genau die gesuchten Eigenschaften in Endprodukte bringen. Häm sorgt für den Fleischgeschmack, Ovalbumin für lockeren Eischnee, Milchproteine für Käsefäden. Den Bauplan für das gewünschte Produkt bekommen die Mikroorganismen durch Genmodifikation. Das ist aber nicht das gleiche wie zum Beispiel bei GMO-Mais. Die Mikroorganismen sind im Endprodukt nicht enthalten, sondern werden nur für die Produktion genutzt. Das klingt ja alles fast so gut, um wahr zu sein. Tierprodukte ohne Tierhaltung. Große Potenziale für die Umwelt ohne Pestizide und Landbedarf.
Aber wie groß ist das Umweltpotenzial denn tatsächlich? Und genau da kommen wir zu einem Problem. Wir konnten keine unabhängige Studie finden, die die Umweltvorteile von Präzisionsfermentation prüft. Ja, es stimmt, dass Mikroorganismen auf ein Endprodukt bezogen, zum Beispiel Milchprotein, weniger Energie verschwenden, als es Tiere tun. Außerdem ist es natürlich weniger aufwendig, wenn nur die Bausteine hergestellt werden, die für besondere Eigenschaften verantwortlich sind und nicht das komplette Produkt. Aber bisher gibt es, außer von den Firmen selbst, keine Angaben dazu, wie groß diese Zahlen tatsächlich sind oder irgendwann mal sein könnten. Bisher haben sich Universitäten und andere unabhängige Einrichtungen damit noch nicht ausführlich auseinandergesetzt. Und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir hier gerade über die Cutting Edge des Fortschritts im Ernährungsbereich sprechen. Dieser ganze Markt entsteht gerade erst. Die Zahlen der Unternehmen sind natürlich nicht aus der Luft gegriffen. Trotzdem, nicht alle Unternehmen haben schon große Produktionsstätten. So ein Unternehmen fängt im Labor an, baut dann eine kleine Pilotanlage und erst dann wird alles auf Anlagen gescaled, die für die Massenproduktion ausgelegt sind. Das heißt, dass zumindest einige Unternehmen heute eigentlich nur schätzen können, wie groß die Effekte für verschiedene Umweltaspekte aussehen werden. In der Analyse von Onego Bio gibt es aber auch große Unterschiede, je nachdem, wo die Pilze das Eiweiß produzieren. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Bioreaktoren mit Strom auf Temperatur gehalten werden müssen. Und verschiedene Länder haben eben unterschiedlich viel Erneuerbare in ihrem Strommix. Das bedeutet aber auch, dass es noch Luft nach oben gibt, wenn dort mehr Erneuerbare eingesetzt werden. Zum Beispiel in der Zukunft, wenn wir nur noch erneuerbare Energien in unserem Strommix haben, dann könnte es fast gar keinen CO2-Fußabdruck mehr haben. Und man kann auch noch mehr optimieren. Zum Beispiel, wenn der Pilz, der das Ovalbumin herstellt, auch noch genutzt wird. Christopher Langowski von Onego Bio hat uns erklärt, dass man daraus zum Beispiel eine Lederalternative herstellen kann. Oder man füttert den Pilz mit Lignocellulose aus Holz oder Stroh, was die Umweltauswirkungen weiter minimieren könnte. Käse, Ei oder Ham aus Präzisionsfermentation werden also aller Wahrscheinlichkeit nach deutlich besser für die Umwelt sein als ihre tierischen Gegenstücke. Wie groß die Effekte genau sind, das ist von sehr vielen Faktoren abhängig. Was aber auf jeden Fall gut ist, es leiden keine Tiere und wir brauchen ohne Tierhaltung weniger Antibiotika und Pestizide. Wir hätten ja für dieses Video hier richtig gerne mal Pilzeiweiß oder Hefenkäse probiert. Und immerhin gibt es in den USA, in Israel und in Singapur schon Produkte aus Präzisionsfermentation zu kaufen. Aber leider sieht das in Deutschland noch anders aus. Woran liegt das? Tatsächlich an der Bürokratie. Wer hätte das gedacht? Genauer gesagt an der Novel Food Verordnung der EU. Klar, neue Lebensmittel sollten ausgiebig geprüft werden, auf jeden Fall, aber das kann auch ziemlich absurd werden. Ein Unternehmen musste seinen veganen Eiersatz prüfen lassen, weil exotische Mungbohnen enthalten sind, die seit Ewigkeiten in Asien gegessen werden. Diese Prüfung kann durch die ineffiziente Bürokratie hier gut und gerne mal mehrere Jahre dauern, kritisieren die Startups. In Singapur geht das deutlich schneller, obwohl die Kriterien genauso streng seien, sagen Institute aus der Branche. Und Impossible Foods wartet zum Beispiel schon seit 2019 auf die EU-Zulassung, obwohl es den Hamburger in Neuseeland längst zu kaufen gibt. Aber wenn es mal soweit ist, werden wir dann in ein paar Jahren ganz normal Cheeseburger mit fermentiertem Ham und tierfreiem Käse essen? Ehrlich gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass Präzisionsfermentation da ein riesiges Potenzial hat. Die Umweltauswirkungen der Tierhaltung sind gigantisch. Die Food and Agriculture Organization der UN schätzt die Emissionen auf 7,1 Gigatonnen CO2-Äquivalente jährlich. Das sind 14,5% der Gesamtemissionen und einfach mal so viel wie die gesamten weltweiten Transportemissionen im Jahr 2020. Trotzdem ist eine große Gruppe an Menschen nicht bereit, auf Tierprodukte zu verzichten. Wenn die versteht, dass Produkte aus Präzisionsfermentation genau die Eigenschaften haben, die sie an Tierprodukten liebt, dann könnte das eine Menge auslösen. Zumindest geben in Umfragen zwischen 30% und 70% der Befragten an, dass sie Käse aus Präzisionsfermentation kaufen würden. Probieren würden ihn je nach Umfrage sogar knapp 80%. Ihr auch? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich gehöre auf jeden Fall dazu und hoffe darauf, dass ich bald in meine erste tierfreie Käsepizza beißen kann. Darum hoffe ich, dass das mit der Zulassung schnell klappt. Ich find's immer wieder krass zu sehen und super faszinierend, was es gerade alles für Innovationen gibt, woran überall geforscht wird und wie schnell die Menschheit voranschreitet und neue Dinge erfindet. Und ich glaube, unter euch sind einige, denen es genauso geht. Wenn ihr Ideen für Innovationen habt, dann schreibt euch mal den 19. Oktober in den Kalender. Da organisiert Provendis GoBio Initial.
eine Veranstaltung für junge NachwuchswissenschaftlerInnen aus den Hochschulen in NRW. Da könnt ihr euch nämlich über Fördermöglichkeiten im Life-Science-Bereich informieren, also zum Beispiel in den Bereichen Gesundheit, Medizintechnik oder der Wirkstoffsuche. Ihr könnt hier neue Projektideen entwickeln oder, wenn ihr schon eine Idee habt, diese weiterentwickeln. Ihr lernt, wie man den perfekten Antrag stellt und mit etwas Glück gibt es sogar Geld für eure innovative Idee, denn es sind auch einige namhafte Institutionen vor Ort. Und ich bin auch da und werde in einer Keynote über spannende Zukunftstechnologien berichten. Vielleicht sehen wir uns also da. Mit GoBioInitial will das Bundesministerium für Bildung und Forschung Entwicklungen mit erkennbarem Innovationspotenzial fördern und sie auch schon früh auf eine spätere Kommerzialisierung ausrichten. Bis Anfang Oktober könnt ihr euch noch anmelden und dann sehen wir uns in Essen. Ein Link mit weiteren Infos und wie ihr euch anmelden könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig, euer Cedric. Hefen machen aus Taubensaft Wein. Taubensaft.